Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin Magitruffy und wir sind unterwegs mit dem AMD 178B, den französischen Radpanzer der Stufe 6. Ich habe mir mal wieder gedacht, ich setze mich mal wieder in den Panzer rein, fahr den mal. Weil ich hatte die Aufgabe, bei den persönlichen Aufgaben, drei Panzer in eine Runde aufklären. So, unser Cromwell B tut sich gerade abschießen. Gegnerische AMD, den konnte ich mal zwei geben. So, der Schuss geht daneben. Der kassiert. Und jetzt konnte ich einen HE-Treffer geben. Und damit auch rausnehmen. Jetzt hatte ich natürlich immer noch HE geladen. Aber gar nicht so bewusst. Deswegen mache ich bei dem Skoda T25 auch keinen Schaden. Wir haben sie böse erwischt. Auch ein paar kritische Treffer. Rechtsschütze ausgefallen. Wir feuern blind. Weiter haben wir jetzt noch 107 Schaden gemacht. So steht 2:2. Das Skoda hat mit ABCR geschossen. Eigentlich in 6 Only Battle total sinnfrei, mit der verbesserten Munition zu schießen. KV2. Den kann ich einem mitgeben. So, jetzt haben wir das SU-8 aufgeklärt. Damit hat ich meine persönliche Mission durch. Ja, und leider habe ich da nicht mitgekriegt, dass da noch der Schusskanal ist für den Skoda T25. Deswegen konnte er mich rausnehmen. Ja, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich keine Lights fahre, weil ich relativ schlecht in Lights bin. Finch ist für mich die schwierigste Klasse. Aber für die Missionen wollte ich das mal wieder machen. Weil mit anderen aufklären, oder gerade wenn man in einem Gefecht 3 Panzer, 5 Panzer aufklären muss, sind doch Lights dann am besten dafür geeignet. Leider war deswegen für mich die Runde jetzt auch relativ schnell zu Ende. Obwohl ich mit knapp 2,5 Minuten doch für ein Light recht lange durchgehalten habe. Auch wenn der gegnerische AMD noch im Spiel ist. Wenn wir auch noch zwei Lights haben, sind das ja meistens trotzdem die, die als erstes draußen sind. Aber mit 655 Schaden, den wir gemacht haben, und 505 Unterstützungsschaden, habe ich doch meine Aufgabe relativ gut gelöst. Damit kann man doch eigentlich schon etwas zufrieden sein. Und ich will jetzt auch die Runde eigentlich nicht noch, oder das Video nicht noch länger in der Länge ziehen. Das Gefecht dauert ungefähr noch 2-3 Minuten. Wir gewinnen die Runde und wir gucken uns schon mal das Gefechtsergebnis an. So, meine Runde in dem AMD 178B war ein Überlegensabzeichen zweiter Klasse. Wirkungsfeuer haben wir noch gemacht.
Wir haben 655 Schaden gemacht, ein Kill, haben 632 Spaßerfahrung erhalten. Insgesamt hat 13 Mal geschossen, 9 Mal getroffen, 5 Mal penetriert. Ja, die HE, die machen ja meistens noch Flächenschaden, die penetrieren dann nicht richtig. Meine Runde ging gerade mal 2 Minuten 27 Sekunden. Insgesamt dauerte die Runde 7 Minuten 49 Sekunden. Und in der Zeit, in den 2,5 Minuten, wo ich mit dabei war, habe ich immer noch 13.669 Res Plus gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.